Wenn Kunden uns kontaktieren und sagen, ja, mein Cold Draw startet nicht mehr, dann ist natürlich meine erste Frage, ja, was startet denn? Wann startet es denn nicht mehr? Wie läuft der Start eigentlich ab? Cold Draw hat vier Teile, durch die es geht beim Starten. Das erste ist, das ist Ihnen bestimmt auch schon aufgefallen, da kommt LED-Anwendung. Bei LED-Anwendung, da treten die Vigicoro-Fehler auf. Ja, das heißt, dass beim Laden der Anwendung, wo CorelDRAW in Windows jetzt andocken will, an Visual Studio und NetFramework, da klappt die Verbindung nicht, da ist etwas unterbrochen und dann taucht der Fehler 127, 126 auf. Dann kommt zwischendurch etwas, was wir alle schon erfahren haben, unsere eigenen Meldungen tauchen plötzlich auf, die kommen zwischen 1 und dem folgenden Teil, dass da kann ein Corel-Plattform DLL-Fehler auftauchen, dahinter stecken unsere Messages. Dann kommt die Benutzeroberfläche, wird initialisiert. Das bedeutet, da will CorelDRAW Zugang haben zum Updater-Bereich. Das ist der Application-Data-Bereich. Roaming, wie er genannt wird, seit Windows 7. Und wenn da das Zusammenspiel zwischen User-Profil, also dem User, mit dem wir angemeldet sind in Windows, und dem Application Data-Ordner nicht funktioniert, dann kann es da an der Stelle nicht weitergehen. Und zum Schluss kommt dann die Erstellung der Anwendungsumgebung und da baut dann CorelDRAW sein Programm auf, wie wir es kennen. Und deswegen ist es sehr wichtig, darauf zu achten, bei der Formulierung, mein Draw startet nicht, wann genau startet es eigentlich nicht, weil davon hängen dann unterschiedliche Handlungen dann ab, wie man anschließend es macht. Im glücklichsten Falle hat man alle Prozesse durchgestanden und hat nun sein CorelDRAW geöffnet. Wenn Sie jetzt ein neues Dokument erstellen wollen, unter Datei neu meinetwegen, hier ist der Zugang zu den Application Data notwendig und auch dem Drucker. Das ist insbesondere interessant für Firmen, auch oftmals die Drucker-Treiber installiert haben, die nicht immer up-to-date sind. Und da kann es dann schon Schwierigkeiten geben, wenn zum Beispiel ein veralteter Druckertreiber verwendet wird und dann startet CorelDRAW nicht, beziehungsweise es öffnet kein neues Dokument und es crasht. Wenn wir unter Datei öffnen gehen, ist das Erste, was ich Kunden frage, wenn diese sagen, ja, ich kann meine Dokumente nicht öffnen, da ist natürlich ebenfalls das Repertoire und der unterschiedlichsten Szenarien sehr groß. Und ich frage dann, aber können Sie unter Datei öffnen gehen, kommt dann der Windows Explorer auf. Und dessen sind sich die meisten gar nicht bewusst, egal ob sie Macintosh oder Windows haben, das ist egal. In jedem Programm betreten Sie immer des Betriebssystems File, Datei, Browser, Windows Explorer beziehungsweise Finder in Macintosh. Und deswegen sieht das Fenster, wie Sie es sehen, in allen Programmen gleich aus. Und zu diesen Pfaden, die wir hier sehen, beim Laden von Windows Explorer werden alle Pfade geladen, auch die zum Netzwerk. Und wenn es Schwierigkeiten mit dem Netzwerk gibt, und das kenn ich noch aus alten Zeiten, als wir ein Netzwerk hatten bei uns, das Netzwerk hat gute Tage und schlechte Tage. Und wenn es schlechte Tage hat, dann dauert das Starten entschieden länger, als wenn es gute Tage hat.